Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur sehr wahrscheinlich letzten Folge Mundaun. Ein sehr, sehr trauriger Tag heute. Aber eigentlich nicht, weil wir haben die Welt gerettet vor dem bösen Teufel und sind jetzt auf dem Weg zur Beerdigung unseres Großvaters. Weiß nicht, ob wir die richtigen Klamotten anhaben. Aber wir waren hier sowieso schon ein ganz paar Tage nicht duschen. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied mehr. Ich würde halt gern wissen, wie das andere Ende gewesen wäre. Ob man da vielleicht, also wenn wir uns anders entschieden hätte, was dann passiert wäre. Eigentlich ein bisschen schade, dass wir das jetzt nicht rausfinden. Man hat halt leider auch nur einen Speicherstand, sonst hätte ich gesagt, bevor wir uns entschieden hätten. Nachdem wir uns entschieden hätten, wir speichern auf einem neuen und machen das nochmal. Aber leider geht das hier im Spiel nicht. So, wir müssen zum Friedhof. Wir müssen halt immer noch herausfinden, was passiert ist. Das ist ein bisschen komisch. Aber wir waren beim Walter und bei Jeremias und haben mit beiden gesprochen. Aber wieder keine Leiche drin. Wir gehen jetzt nochmal zum Jeremias. Vielleicht müssen wir ja doch einfach noch mal mit ihm sprechen. Adia, Signor. Nö. Darunter kommen wir leider immer noch nicht. Tja, komisch. Wir haben doch noch was in der Scheune übersehen. Obwohl, er hat ja gesagt, dass er friedlich im Schlaf gestorben ist. Vielleicht müssen wir doch nochmal ins Häuschen, hoch ins Bett. Also in sein Zimmer. Ach, ist das schön, hier einfach mal rumzulaufen, ohne Angst haben zu müssen, dass der nächste Strohmann um die Ecke steht. Können wir es noch anzünden? Oh ja, können wir noch. Entschuldigung. Ich hoffe doch, dass das alles so passt, dass er friedlich eingeschlafen ist. Nicht, dass jetzt so ein mieser Cliffhanger kommt, der im Bett liegt mit einem Messer in der Brust. Was aus Florina geworden ist, wissen wir leider auch nicht. Hier sind wir nie reingekommen, oder? Weiß es nicht mehr. Gucken noch mal kurz. Ja, mit so einer Mistgabel kann man schon mal auf eine Beerdigung gehen. Aber wo war? Ah, unten war ja sein Zimmer, wo wir immer geschlafen haben. Entschuldigung, ich dachte, er hat sein eigenes Bett hier gehabt. Nö, ist er auch nicht drin. Jetzt wird's ein bisschen merkwürdig. Herausfinden, was passiert ist, abgebrannte Scheune besuchen. Ah, ich glaube, wir hätten vielleicht in die Scheune nochmal reinlaufen müssen. Ah, es tut mir leid, ich möchte es hier wirklich nicht in die Länge ziehen. Dann fahren wir jetzt nochmal schnell mit dem Muffel hin. Trotzdem komisch, dass da unten keine Leiche ist. Also im Grab. Und im Haus liegt aber auch nicht mehr. Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt irgendwas rumbackt, dadurch, dass wir zuerst hier hinten waren.
Das ist halt auch komisch, dass da steht, abgebrannte Scheune besuchen. Ist doch gar nicht abgebrannt. Das ist doch alles gar nicht passiert, dadurch, dass wir so lieb waren und uns gekümmert haben. Hä? Wir kommen halt leider nicht da oben rein. Ah, das war ja seine Scheune hier. Adia, komm. Hier vorne geht's nur wieder zum Bus. Herausfinden, was passiert ist, steht halt noch da. Aber was sollen wir da jetzt noch besuchen? Wir können jetzt bloß nochmal rumlaufen und ein bisschen durch die Gegend gucken. Ich dachte eigentlich, wir laufen jetzt zum Friedhof. Sehen noch eine schöne Beerdigung. Also na gut, schön ist vielleicht das falsche Wort, aber... Wir sehen eine Beerdigung und damit hat sich's. Aber irgendwie nicht. Aber wir haben hier noch eine Bank. Die können wir natürlich nochmal... Oder bin ich falsch? Nee, das war doch nicht die Scheune. Oder doch? Ja, wir können hier mal noch vervollständigen. Eine fehlt uns aber noch. Wenn es gerade über Steam die Errungenschaft bekommen, 5 von 6. Ja. Nö, das war die Rösterei hier. Komisch. Wir kommen den Tunnel nicht mehr hoch, also wir dürfen nicht mehr die anderen Gebiete besuchen. Bin ich erstmal beruhigt, dass ich jetzt nicht alle Gebiete noch abrenne in jedem Haus. Die da unten sieht halt eher ein bisschen aus wie abgebrannt. Und die hier auch. Aber hier ist nur die Seilbahn. Hier unten ist auch nichts weiter. Halt komisch mit dem letzten Raum, der da noch zu ist, aber wir haben halt auch nichts im Inventar, der hätte es uns ja auch ansonsten angeboten. Ich dachte eigentlich, wir haben ihm das zurückgegeben. Wir gucken jetzt hier einfach nochmal die Gebäude lang. Aber auch hier ist nichts weiter. Komisch. Jetzt bitte nicht nochmal so einen Riesenhänger zum Ende, an dem wir uns so viele Folgen noch aufhalten werden müssen, wie auch immer. Aber hier unten ist ja auch nichts weiter. Es war ja auch alles nicht Großpapas Scheune. Die Kleine wieder da oben? Auch nicht. Tja, ich bin ehrlich gesagt überfragt. Na gut, wir könnten da oben noch lang. Weil Tunnel ist definitiv zu. Wir laufen da oben nochmal lang. Weil da hinten war ja... Die Scheune, die dann gebrannt hat, als wir gerade auf dem Weg zur Kapelle waren. Vielleicht ist ja das mit abgebrannte Scheune gemeint. Weil die von unserem Opa dürfte ja nicht mehr abgebrannt sein. Wir gucken mal da lang. Vielleicht haben wir ja damit die Lösung gefunden. Die da meine ich.
der Tunnel jetzt auch zu? Ne, der ist offen, das heißt, wir kommen vielleicht doch noch wieder in die anderen Gebiete. Aber hier sieht's auch nicht wirklich abgebrannt aus. Aber hier ist nichts. Ich verstehe es nicht ganz. Weil herausgefunden, was passiert ist, haben wir ja eigentlich. Jeremias hat es uns ja verraten. Komm hier nicht wieder lang. Gute Frage. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Wollte eigentlich die letzte Folge nicht ganz so langweilig gestalten. Indem wir hier bloß blöd rumlaufen und nicht wissen, was wir tun sollen. Ich habe halt echt ein bisschen Angst, dass wir das Spiel durcheinander gebracht haben. Dadurch, dass wir zuerst beim Walter vorbeiguckten. Wir fahren jetzt einfach nochmal hier hoch. Ich würde nur ganz gern wissen, ob das Spiel uns lässt. Gut. Dann bin ich schon mal beruhigt. Oh shit. Oh shit. Das Ende. Wir haben es geschafft. Es war ein schönes Let's Play mit euch. Scheiße. Naja, gut. Vielleicht tut es ja auch mal ganz gut, wenn der hier mal neu lädt. Vielleicht ist ja doch irgendwas schief gelaufen. Jetzt sind wir am Ende gestorben. Hat alles gar nichts gebracht. Wir gucken nochmal, aber ich glaube, wir haben das immer noch mit Jeremias bei der Kapelle reden. Jetzt müssen wir nochmal hin. Tut mir leid. War jetzt auch nicht so geplant von mir, dass wir direkt sterben. Ich dachte, wir kommen trotzdem da runter. Aber nein. Ich lag falsch. Naja, wir quatschen jetzt nochmal mit ihm. Vielleicht habe ich ja doch irgendwas überlesen, übersehen, überhört. Was uns hier die Lösung bringen könnte. So, Jeremias. Ich habe mich auch gefreut, dich zu sehen. Wir sind ein junger Mann. Die Beerdigung deines Großvaters. Du musst wissen, dass er dich geliebt hat. Er starb friedlich im Schlaf. Was für eine Gnade, so gehen zu dürfen. Sie haben mir das gestern gegeben, das hier. Okay, vielleicht hat es doch noch was mit dem Ding hier auf sich. Gut, also überlesen habe ich soweit nichts. Das Einzige, was mir nicht aufgefallen ist, ist, dass wir das Teil noch, das Kreuz noch im Inventar haben. Was ist denn los bei mir? Entschuldigung. Vielleicht ist das doch noch ein Hinweis, sonst hätte uns der Jeremias das doch sicherlich weggenommen. Wir können es wieder hinlegen. Ich glaube, wir brauchen es nicht mehr. Wir gehen nochmal ganz schnell ins Haus. Halten vielleicht nochmal das Kreuz an die Tür. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringen wird, aber ich hätte es zumindest ganz gerne noch versucht. Die ist halt immer noch zu.
Leider nein. Naja, gut. Dann nochmal schnell Muffel geholt. Nochmal zur Scheune. Vielleicht müssen wir das Kreuz in der Scheune nochmal hochhalten. Aber wenn auch das nicht, dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Mit abgebrannte Scheune wird schon die gemeint sein. Hoffe ich zumindest. Vielleicht müssen wir doch noch irgendwas finden hier. Bienvenue, Corporal Walter. Na, zumindest kommt das jetzt nochmal. Io sono Kurdin. Nous essen sind tu. Datni in bunker. Chi ist die? Quel clavaudetta. Ma bein. Tutina. Elere in meine Kompanie. Adia, Corporal Walter. Aber auch hier. Leider nichts verbessert. Nijins in Dezis din Feuk, Nikens Jai Violent fürs Schubiau in Keu. Ah, okay, das war alles. Entschuldigung, dass das jetzt so lange gedauert hat. Beerdigung statten, bei Walter oder Jeremias? Bei Walter? Corporal Walter. Aber hier wird er mit H geschrieben, bei dem anderen nicht. Egal. Daniela Sepultura. Bern? Hätten einfach nochmal in den Raum gehen müssen und was drücken. Naja, gut. Entschuldigung. Dann wird's halt noch eine längere Folge diesmal. Nochmal teilen werde ich's nicht. Das sollte ja wirklich die letzte Folge sein. Und jetzt sind auf einer Beerdigung. Armer Großpapa. Wo ist Walter? Ach, hier. Und die kleine Florina. Haben wir auch gerettet. Kurdin, na kaut ihr Nuss. Ein Totskerl. Tje, wollt ihr die in Perpleiz erwunken Nuss oder in Elalatiar? Ja, geht in Perpleiz. Feikoi, Afon. Tat. Schau ich paar der Vibiake und Sevevel Bodetai. Aber ich stumm mal, ich habe feit der Pliper Spindratai. Es sei bohne kütia is os. Das war causes dubitables. Meine Tala fin, hast die Bumeritau. Ja, so ne fin. Und die Klappe zu. La jesch perpetna muss la via, kel ruausi en paisch. Amen. Amen. Nicht mal Florina kann da Amen sagen. Was hat er in der Hand? Achso, er möchte zuschaufeln. Gibt's nochmal einen Schuss in die Luft für unseren Großpapa. Ach nö, er gibt sie mir nur. Sag mal, wir sind auf einer Beerdigung. Lass mal einen Schnaps rein. Also klar ist das eine traurige Angelegenheit, aber das kannst du danach machen. Ich muss das mal probieren. Na gut, Opa. Ruhe in Frieden. Amen. Das war's schon? Bisschen mehr wäre doch auch okay gewesen, oder? Ile jures per mai de di. Ah, posch pa in giu el mercau. Patraci mi ceton vide nus, Godin. Ti eis er in fede quella val. Teu tat, deus per ciriel, geva quei edina. Adia, signor Plevon. Deus segi con tai. Adieu, Jeremias.
Vielleicht sprechen wir nochmal mit Walter. Kann ich das noch abbrechen? Ich wollte eigentlich nochmal gern mit ihr sprechen. Kann ich? Asti gracin, ciao. De non drasco capi. Eu abandono il mondeo. Forse ven stiede di neven cu ties in pau piveglia. Adia, Florina. Eu abandono il mondeo. In zara qui tau amica ti segge sin a bocca gronda. Was? C'è son eu? Ti eis mai staus in giuldau, mai. Eu ai mai dich. La buis che ti has portau sauda a giuldau, Florin. Ti stas portau una vosa ella de launo che ti has in gulau ella. Adia, Korporal Walter. Gewehr im Dachboden deponieren. Optional. Mundaun mit dem Bus verlassen. Wir fahren wieder zurück. Naja, natürlich, die Quest machen wir noch. Wie gesagt, die Folge wird jetzt ein bisschen länger. Aber gut. War auch ein bisschen mein Verschulden, dass wir hier so lange rumgelaufen sind. Ja, viele Freunde hat er anscheinend nicht gehabt. Walter ist seit Jahren mal aus seinem Bunker rausgekommen. Lorina sagt kein Wort. Walter kippt sich zu. Der einzige, der so ein bisschen Mitleid hatte, war der Jeremias. Aber auch der ist ein ganz schöner Feigling. So, wir streicheln nochmal die Geiß. Guck mal, sogar mit gesunder Hand. Natürlich legen wir das Gewehr zurück. Warum sollten wir es jetzt mitnehmen? Könnten uns vielleicht das Busticket sparen dadurch, aber... Vielleicht kommt ja noch eine kleine Überraschung. Er hatte das in der Hand, ne? Hier lag's. Wirklich gar nichts? Ich hätte gedacht, es passiert nochmal was. Aber anscheinend nicht. Warum müssen wir eigentlich mit dem Bus nach Hause fahren, wenn wir doch jetzt einen Muffel haben? Komisch. Naja, dann laufen wir jetzt wieder zurück. Und fahren mit dem Bus heim. Ich muss sagen, das Spiel hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich ist es kein... Ja, extremes Horror-Game wie, was weiß ich, Resident Evil oder sonstige Spiele. Aber das soll es halt auch gar nicht sein. Trotzdem muss ich sagen, es hat echt Laune gemacht. Wir sind gut durchgekommen, bis auf die eine Folge mit dem kleinen Hänger, wo wir hätten vorher die Kanone abschießen müssen. Haben wir eigentlich keine größeren Hänger gehabt jetzt hier zum Schluss nochmal, aber das waren ja auch bloß ein paar Minuten. Es sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde die ganze Geschichte echt... Echt super. Bleiben zwar immer noch ein paar Fragen offen, vor allem was es mit Florina auf sich hat. Aber alles in allem hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das mal gespielt zu haben. Und da sitzen wir wieder im Bus. Rauchen ist immer noch verboten. Ich komme leider nicht ins Inventar. Ich hätte noch mal eine Pfeife auf unseren Opa angezündet. Hätten wir eigentlich auch auf dem Friedhof machen können. Habe ich nicht bedacht. Dafür gab es einen Gewehrschuss. Irgendwie ein trauriger Moment. Aber das ist es immer, wenn ein Spiel vorbei ist. Ich freue mich auf jeden Fall extremst, dass das Spiel so gut bei euch angekommen ist. Gerade die erste Folge innerhalb von 2-3 Wochen. Oh, eine Lawine. Manijons, Denieri. Er fährt noch schneller. Das ist der alte Mann. Der alte Mann ist der Busfahrer. Scheiße. Oh nein. Au. Ja, damit habe ich jetzt definitiv gar nicht mehr gerechnet. Das ist doch Florina.
Na bella Franzinella. Was für ein böses Ende. Ganz ehrlich, das ist echt fies. Aber schön, wie nochmal gesungen wird. Ja, wie gesagt, gerade die erste Folge ist innerhalb von den 2, 2,5 Wochen, die sie jetzt online ist, auf über 1000 Aufrufe geschossen. Ich freue mich ohne Ende, dass es euch so gut gefallen hat. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Danke nochmal für alle Kommentare, Likes und hilfreiche Tipps und alles, was ihr mir gegeben habt. Wir machen hier an der Stelle Schluss. Ich lasse euch noch ein bisschen die Credits laufen natürlich, weil das haben die Entwickler definitiv verdient. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Let's Play hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut. Abo dalassen nicht vergessen.